So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung bei Frenzy Farm oder Sweetie Sands. So, bevor wir aber wirklich zur Aufgabe kommen, erstmal danke für den Creator Code und danke dafür, dass ihr mir das möglich gemacht habt, dass ich jetzt selbst mit YouTube auch Geld verdienen kann. Also, wie gesagt, jeder Klick, jede Werbung, die ihr von mir durch mich seht, ist einfach Unterstützung. Erstmal auf jeden Fall danke dafür und als kleines Dankeschön gibt es dafür am Sonntag um 15 Uhr wieder eine Skin-Verlosung, so wie ich es letzte Woche Freitag gemacht habe, wegen dem Creator-Code. Und das Wichtigste dafür ist natürlich, kannst gerne ein Abo dalassen, wenn ich dir eh schon öfters mal geholfen habe bei irgendwelchen Aufgaben oder wenn du den Shop täglich haben willst oder so generell mit Livestream und Custom Games. Also dann bist du bei mir schon an der richtigen Adresse. Aber wegen dem Skin. Wenn ihr den gewinnen wollt, müsst ihr mir bitte auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage geschickt haben oder halt am besten Fall schon mit mir befreundet sein. Wie ihr seht, ich habe eben schon drei Videos jetzt hochgeladen, deshalb kommen hier schon wieder zwei neue Freundschaftsanfragen rein, die ich natürlich gleich auch annehmen werde. Aber Freundschaftsanfrage schicken an YT-FamilyHack. So, warum müsst ihr das Ganze machen? Ich zeige es euch ganz einfach. Also wie gesagt, hier den Namen eintragen. FamilyHack, dann da abschicken, geht nicht, kann mich ja selber nicht befreunden. Dann zeige ich euch nämlich direkt warum. Nämlich, wenn jetzt Gewinnspiel wäre und du hättest gewonnen, dann könnte ich zum Beispiel, wenn du Astri bist, dir das Geschenk noch nicht geben, weil das geht erst in einem Tag. Also könnte ich dir das erst morgen schenken. Wärst du aber sogar Mandy, könnte ich sie erst übermorgen schenken. Deshalb, ihr seht jetzt, so schnell wir befreundet sind und 2 Tage miteinander befreundet sind, dann kann ich dir auch einen Skin schenken. Wenn du aber am Sonntag natürlich trotzdem einen Skin gewinnst, bekommst du den Skin halt dann am Dienstag, selbst wenn wir noch gar nicht befreundet waren. Also mach dir da keinen Kopf. Ich habe das nämlich auch letztes Mal auch so gemacht. Der IMAX zum Beispiel hat einen Skin gewonnen. Und da habe ich den Skin halt dann sonntags dem gegeben, anstatt freitags, wo die Verlosung war. So, genug davon. Ich habe gerade eben schon mit meinem Livestream geredet. Wir machen diese Aufgabe, probieren es einfach mal. Ich zeige euch, wo die Orte sind. Und probieren das Ganze aber im Teammodus. Weil durch die Bots, wenn wir nur ein Team finden, was aus Bots besteht, müssten wir eigentlich sogar die Aufgabe easy in einer Runde machbar sein. Weil Solo zurzeit fliegen da alle hin. Selbst die Pros fliegen dahin, aus einem ganz einfachen Grund. Jeder will zurzeit dahin, jeder will Kills machen und die guten Spieler wissen natürlich, ach, da laufen auch die schlechten Spieler rum. Da fliegen wir doch jetzt mal hin. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber wie gesagt schon öfters mal helfen wollte oder du ab und zu meinen Skin gewinnen willst, eventuell. Und auch gerne bei meinen Custom Games mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wie gesagt, kostet dich ja nichts und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Wie gesagt, wir müssen entweder hier zu Frenzy Farm oder Sweetie Sands. Ich gehe persönlich jetzt erstmal zu Sweetie Sands rüber und guck mal, ob wir da eventuell was gerissen bekommen. Wenn es nicht direkt funktioniert, probieren wir es einfach nochmal. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das da easy machbar ist. Aber wir wissen ja, ich bin nicht der beste Spieler. Also wenn ihr gutes Gameplay sucht, bin ich, was das betrifft, leider der Falsche. Aber ich versuche mich zu bessern. Natürlich auch mit eurer Mithilfe. Weil wie gesagt, auch die Custom Games oder wenn ich mit euch Duo spiele oder so, hilft mir natürlich auch, ein bisschen besser zu werden. Also ich finde, ich werde schon ein bisschen ruhiger. Weil früher eine Wand gesetzt, Gegner gesehen, da war vorbei. Ich wusste nicht mehr, was mache ich jetzt. Aber es stimmt wirklich, man wird mit der Zeit besser. Ach, jetzt wisst ihr, was ich meine. Halt irgendwie auf Krampf. Hallo? Er ploppt mich einfach ab. Wenn man hier ein Bot-Team dabei hat, was ziemlich nah aneinander liegt. Ja, die landen erstmal alle oben, ist klar. Oh, jetzt ist das eine Munition. Ach nee. Also ich glaube, das lassen wir mal besser. Also generell die Aufgabe derzeit zu machen, ist halt auch nicht die schlauste Idee.
Weil halt jeder dahin fliegt. Jetzt probier es nochmal im Arena-Modus. Im Arena-Modus könnte eigentlich auch eine gute Idee sein, weil da habt ihr schon mal nicht die Schwitzer mit drin. Weil die sind logischerweise, außer ihr seid selber ein Schwitzer, dann ist das nicht gerade die beste Lösung. Weil ich habe noch die schlechteren Spieler. Ihr seht ja, ich habe nur 1900 Punkte. Ja, 1900. Also werde ich auf jeden Fall welche auf meinem Niveau haben. Ist, was das betrifft, eigentlich die beste Variante. Aber ich habe gedacht, komm, probier es einfach mal. Vielleicht finden wir ein Bot-Team. Aber ihr habt ja selber gesehen, da fliegen gefühlt 30 Leute hin. Also da wird das Ganze dann doch schon ein bisschen schwieriger. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ansonsten, ihr habt ja dann gesehen, wo die Orte sind. Einfach immer wieder probieren. Vielleicht auch mal im Laufe der Runde da vorbeischauen. Und ihr findet dann jemanden. Oder holt euch halt einen Kumpel und spielt halt du oder mit mehreren, mit Teams oder so. Da ist es natürlich noch einfacher, wenn ihr Gruppenhilfe aktiviert. Oder aber ihr probiert es in Gruppenkeile, aber da müsst ihr halt Glück haben mit der Zone. Weil wenn ihr da kein Glück habt mit der Zone, ist die Aufgabe halt auch nicht so einfach zu machen. So, jetzt ist die Frage, fliegen jetzt bei Frenzy alle hin, weil es näher an der Route ist, oder Sweetie, was ist denn hier mit dem meinem Joypad los? Kein Bock mehr oder was? So, mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Ich hoffe nicht genauso bescheiden wie eben. Aber ich habe heute auch noch nichts gemacht, außer abgebaut und irgendwo gelandet. Ich glaube, ich habe heute noch nicht mal geschafft, irgendwie Schaden am Gegner zu machen. So. Und wie gesagt, einmal bei Sweetie Sands und einmal Frenzy Farm. Diese Lags. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich gerade einen Livestream anhab. Ja, man sieht es oben links. Datenübertragung ist gerade nicht die beste, was Fortnite betrifft. Vor allem der Stream läuft einfach konstant weiter. Da gibt es nämlich komischerweise gar keine Probleme. Ja, hier landen doch ein paar. Aber hier ist euch natürlich auch klar, hier habt ihr keine Bots. Also Bots werdet ihr in Arena nicht finden. Das muss euch halt auf jeden Fall schon mal klar sein. So, gucken wir einfach mal. Vielleicht haben wir echt Glück. Boah, die Lags sind natürlich übel. Kiste jetzt hier oder war die doch als? Ich habe immer das Problem. Ich denke immer, die Kiste wäre da, dabei ist sie doch hinter der Küche. Das ist noch eins tiefer. Ist halt echt die Frage jetzt, wo die Gegner hin sind, weil ich sehe keine Schritte, nichts. Mal gucken, ob ich hier irgendwo einen sehe. Sehe keinen, höre keinen. Gerade mal ein Headset lauter machen. Wie gesagt, es geht halt jetzt auch wirklich nur um die Kills. Oder kommt jetzt wieder der berühmte Vorführeffekt und ich krieg hier keinen. Hallo, ich bin hier, wer noch? Alter. Ach, da hinten ist er gelandet. Zack. So einfach ist es zu machen. Wie ihr seht, ein von drei Kills. Also die Granaten sind halt immer noch OP. Ihr habt ja jetzt gesehen, einfach nur reingeworfen, Kill gemacht und Abfahrt. So, vielleicht finden wir den anderen auch noch. Ist das hier? Ah, genau. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier meine Kiste ausbuddel. Achso, ich bin schon voll. Ach ja, wir spielen hier Arena. Schon wieder ganz vergessen.
Aber wo ist denn jetzt der andere Dulli? Hier sind noch zwei mindestens gelandet. Ganz komisch. Aber ihr habt ja gesehen, wie das Ganze jetzt zählt. Wie gesagt, einfach einen Kill hier machen. Am besten halt, wenn ihr es hinkriegt, drei Stück in einer Runde. Und da würde ich auch sagen, war es das auch schon hier mit dem Video. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz schnell, nachdem ich die Kiste gelootet habe. Weil ich muss ja jetzt euch nicht zeigen, wie ich hier rumgammel und hoffe, dass ich irgendwo noch einen Gegner finde. Wie gesagt, einmal hier landen, da oder halt hier bei der Frenzy Farm. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Würde mich freuen und sei auf jeden Fall am Sonntag dann da bei der Skin-Verlosung. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.